gerade in Zeiten steigender Inflation, meine Damen und Herren, ja, da geht der Deutsche ja gerne hin und schaut nach Rohstoffen. Investments in Gold und Silber sollen natürlich hier den notwendigen Inflationsschutz schaffen. Und damit herzlich willkommen bei Wirtschaft TV. Aber welche Anlagemöglichkeiten gibt es da noch? Wie sieht es denn da zum Beispiel bei Edelsteinen aus? Deswegen heute unser Gast hier aus der Frankfurter Wertpapierbörse, Chris Pampel vom Deutschen Edelsteinkontor. Ja, Herr Pampel, Anlageklasse Edelsteine. Was muss ich denn da generell unterscheiden und gehören eigentlich die Diamanten mit dazu? Herr Knauf, vielen Dank für die Frage vorab. Grundsätzlich sollten wir vielleicht zwei, drei Sachen noch erörtern vorab. Das heißt, wo findet sich eigentlich der Edelstein in einer Vermögensstruktur wieder und für wen ist er tatsächlich geeignet? Und grundsätzlich sagen wir, der Edelstein ist im langfristigen Teil des Vermögens wiederzufinden. Alles Geld, was 10 Jahre und länger angelegt werden kann, ist geeignet für Edelsteine. Allerdings immer als Ergänzung zu den angesprochenen Edelmetallen ist der Edelstein die logische Ergänzung. Wir sagen maximal 5-7% Beimischung und mit einem langfristigen Horizont. Von welchen Edelsteinen sprechen Sie dann genau, wenn Sie von Edelsteinen sprechen? Ja, wir unterscheiden die Farbedelsteine von den Diamanten. Mhm. Diamanten wie Farbedelsteine sind beide nicht zwingend pauschal als Investment geeignet. Mhm. Man muss gewisse Unterscheidungen treffen. Wir unterscheiden Schmuckqualitäten von Investmentqualitäten. Mhm. Und so ist der Diamant ab in etwa 2 Karat, eher 3 Karat, als Investmentanlage geeignet, weil er dadurch geologisch selten vorkommt. Aber der Farbedelstein im Gegensatz dazu ist bereits schon in Rubin, Saphir und Smaragd-Varietät ab 1 Karat, 2 Karat als Investment tauglich und damit mit kleineren Voluminas interessant zur Beimischung. Volumina, worüber sprechen wir da? Was kostet mich denn so ein Karat im Vergleich? Also der Rubin entsprechend ab mindestens 1 Karat Größe, da liegen wir in Investmentqualität in etwa bei 12.000 bis 15.000 Euro. Der Smaragd bei etwa 1,5 Karat Mindestgröße auch in etwa bei 10.000 bis 12.000 Euro. Und der Saphir mindestens 2 Karat Größe als Investmentstein, da liegen wir auch so in etwa bei 12.000 bis 15.000 Euro. Der jüngste Investmentfarbedelstein ist der Tanzanit. Und der ist bereits ab 5.000 Euro Kaufpreis zu erwerben und damit gut geeignet für ein Anfangsinvestment. Wenn wir gerade eben von Gold und Silber gesprochen haben, Gold wird ja immer gerne gewählt als der sichere Hafen, aber wir hier aus der Börse heraus sagen, ah, Gold bringt ja jetzt nicht Wahnsinnsperformance oder Rendite. Wie sieht es da bei den Edelsteinen aus? Was ist hier zu erwarten? Bringen die eine Rendite? Werden die mehr wert oder behalten die nur ihren Wert? Vielen Dank für die Frage, Herr Knauf. Da können wir grundsätzlich einen Begriff mal prägen und mal in den Mittelpunkt stellen. Das ist der Begriff der geologischen Seltenheit. Mhm. Und das lässt sich am besten beschreiben mit ein paar Kennzahlen, 2, 3 Kennzahlen. Wir haben im Jahre 2021 in etwa 3.000 Tonnen Gold weltweit abgebaut. Mhm. Im Bereich der Diamanten reden wir von 9 bis 10 Tonnen Gold. Und bei den Farbedelsteinen, bei den Blue Chips, Rubin, Saphir, Smaragd, reden wir von lediglich 600 Kilogramm und nur 2-3%, sprich 10 bis 15 Kilogramm, sind als Investmentanlage geeignet. Das heißt also, es geht um Seltenheit und Rarität. Ein Investment in Gold, wie auch Edelstein, bringt keine Zinsen, das ist vollkommen richtig. Es hat allerdings die Besonderheit, dass es derart geologisch selten vorkommt, dass Rubine zum Beispiel aus begehrten Fundstätten heraus oder Saphire aus begehrten Fundstätten heraus in der Vergangenheit Renditen von 5-7% erzielt haben. Da gibt es einen Indiz, das ist der Chemval Aggregate Index. Der spiegelt die Wertentwicklung der 26 wichtigsten Farbedelsteine wider. Der wird natürlich beeinflusst durch Rubin, Saphir, Smaragd als Basisinvestment. Allerdings unterscheidet dieser Index nicht zwischen niedrigen Qualitäten, mittleren Qualitäten und hohen Qualitäten. Und nur die hohen Qualitäten sind geeignet als Investment. Und da haben wir uns auf einer eigenen Recherche die letzten 18 Jahre angeschaut. Und da stellen wir fest, durchaus 5-7% Wertsteigerung und ein Wertsprung, ein Mehrwert kommt dazu, wenn eine Fundstätte, eine begehrte Fundstätte keine Steine mehr findet. Dann gibt es Preisaufschläge.
Das heißt also dann, wenn gerade der Rohstoff dann knapp wird, wird es halt eben dementsprechend auch teurer. Aber so ist es. Muss ich denn dann als Anleger mir nicht überlegen, ob ich eventuell ein schlechtes Gewissen haben muss, all dieweil ja auch der Begriff des sogenannten Blutdiamanten ja immer mehr und größer die Runde macht. Heißt also Diamanten, die zum Teil unter unmenschlichen Bedingungen abgebaut werden. Prinzipiell, es gibt das Kimberley-Abkommen, wonach schon bei dem Diamanten Schutzmechanismen greifen. Beim Farbedelstein ist es etwas anders. Wir dokumentieren in einem Zertifikat, in einem Befundbericht immer das Herkunftsland. Das ist beim Farbedelstein im Unterschied zum Diamanten eindeutig in einem wissenschaftlichen Labor herauszufinden und kann dokumentiert werden. Und da achten wir natürlich, dass die Steine konfliktfrei eingekauft werden. Und das dokumentieren wir auch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Gold habe, dann kann ich ja klar mit meinen Münzen, mit meinen Barren schnell mal zur nächsten Goldscheideanstalt gehen und sagen, ich will die jetzt veräußern, ich brauche Bargeld. Wie sieht das bei Edelsteinen aus? Werde ich die genauso schnell wieder los, wie ich sie eventuell gekauft habe? Oder habe ich dann Schwierigkeiten? Nein, so zügig wie bei Gold ist der Wiederverkauf nicht. Ja, der Edelstein ist kein börsengehandelter Rohstoff. Mhm. Sondern prinzipiell ist es so, beim Diamant bzw. beim Farbedelstein ist ein Wiederverkauf ähnlich wie bei einer Immobilie unter Zeitdruck ein schlechter Ratgeber. Sondern beim Wiederverkauf muss man in etwa 3 bis 9 Monate einkalkulieren. In der Regel nutzen wir Auktionen, Messen oder auch andere Investoren, andere Edelsteinhändler, die einen Stein suchen zum Wiederverkauf. Wir sagen allerdings, der Edelstein ist die logische Ergänzung zum Gold. Das heißt, ist die Vermögensstruktur sinnvoll aufgebaut, die individuelle Vermögensstruktur sinnvoll aufgebaut, dann, und man muss Geld irgendwo herbekommen, dann geht man erstmal an die liquidierbaren Vermögensgegenstände mit Gold und erst ganz, ganz zuletzt an den mobilen Sachwert Edelstein. Sie haben schon angesprochen, die Preislagen können ja variieren von 10, 50 bis auf 100.000 Euro, eventuell sogar mehr für so manchen Edelstein. Wie sieht es denn da letztlich mit der Steuer aus? Muss ich da welche abführen, wenn ich den jetzt verkaufen will? Also es ist grundsätzlich mal zu überlegen, wo lagere ich einen Stein sinnvoll ein? Wo lagere ich den sinnvoll ein? Genau. Mhm. Wenn wir über ein Investment sprechen in Farbedelsteinen, dann ist es ratsam, ein Zollfreilager zu wählen. Mhm. Weil neben der sicheren Verwahrung im Zollfreilager haben wir den angenehmen Nebeneffekt, dass die Mehrwertsteuer nicht entsteht. Und damit mit dem Investitionsbetrag ein entsprechend höherwertiger Stein am Anfang gekauft werden kann. Und das ist interessant, Stichwort geologische Seltenheit. Es gilt der Grundsatz, wer streut, rutscht nicht aus, nur begrenzt bei Edelsteinen, weil es macht keinen Sinn, 100.000 in 20 Steine zu streuen, sondern maximal in 2, 3 Steine und da immer den größeren Stein zu wählen als Investmentanlage. Und der zweite Aspekt zum Thema Steuer. Natürlich, wenn ich einen Stein nach einem im Privatvermögen halte und nach einem Jahr Haltedauer wieder veräußere, dann ist er komplett einkommenssteuerfrei. Das heißt also, ich muss ihn mindestens ein Jahr lang dementsprechend auch halten. Ja, mindestens. Mhm. Wobei, das wird natürlich wieder, wir stehen hier auf dem Frankfurter Börsenparkett, da kommen dann wieder die Spekulanten. Mhm. Der Edelstein ausdrücklich ist nicht zur Spekulation geeignet, sondern zur Langfristanlage 10 Jahre und länger. Das heißt also mehr oder minder als sichere, inflationsschützende Beimischung, wie wir das so ganz gerne an der Börse 100%, sagen. 100%, Herr Knauf. Dankeschön. Das kann ich unterschreiben. Dankeschön. Dankeschön an Chris Pampel zum Thema Edelsteine und vor allen Dingen zum Thema Steuern, Zollfreilagern und was man dementsprechend mit Edelsteinen als Werterhalt so alles machen kann. Chris Pampel vom Deutschen Edelsteinkontor und damit wieder zurück ins Studio hier aus der Frankfurter Börse.